Hallo, Daten anonymisieren. Fotos, Office-Dokumente, PDFs und andere Dateitypen enthalten in den Metadaten viele Informationen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, jedoch vieles verraten können. Office-Dokumente enthalten Informationen zum Autor, letzte Änderungen, verwendete Softwareversionen und vieles mehr. Diese Angaben sind auch in PDFs enthalten. Dokumente säubern. Für Windows gibt es das Tool BECYPDF Meta Edit in einer portablen Version für den USB-Stick oder als Installer. Nach dem Download und eventuell der Installation kann man das Tool starten und die zu säubernden PDF-Dokumente laden. Auf den Reitern Metadaten und Metadaten XMP klickt man auf den Button Alle Felder löschen und speichert das gesäuberte Dokument. Metadaten-Anonymisierungstoolkit, MAT. Es ist vor allem unter Linux einfach einsetzbar und kann folgende Dateitypen säubern: PNG, JPEG-Bilder, PDF-Dokumente, OpenOffice-Dokumente, Microsoft Office-Dokumente, MP3 und FLAC-Dateien. Das Tool ist in Python geschrieben und braucht einige Bibliotheken. Unter Debian, Ubuntu und Linux Mint installiert man zuerst die nötigen Bibliotheken. Bei Fedora könnte die Installation der Bibliotheken so aussehen: SU Leerzeichen minus C Leerzeichen Anführungszeichen YUM Leerzeichen install Leerzeichen und dann kommt die Bibliothek. Oder SU Leerzeichen minus C Leerzeichen Anführungszeichen easy install Leerzeichen, um die Bibliothek, die Python-Bibliothek zu installieren. Das Paket, das Archiv findet man auf dieser Seite mat.boum.org. Und hier kann man sich das Archiv herunterladen und dann entpacken. Dann wechselt man in das neu erstellte Verzeichnis und kann das Programm starten. Es gibt eine Version für die Kommandozeile und eine Version mit grafischer Oberfläche. Auf der Kommandozeile säubert man Dateien mit folgendem Befehl: .mat-b und dann die Datei. Hier bei dieser JPEG-Datei, bei diesem Bild sind die Metadaten noch vorhanden, müssen also entfernt werden. Dann nach dem Minus B kommt die Datei, die ziehe ich einfach mal rein. Also im Endeffekt Punkt Schrägstrich MAT, Leerzeichen minus B Leerzeichen und dann die Datei. Okay, dann ist hier die Datei, die gesäubert wurde, also hier gibt es keine Metadaten mehr. Und es gibt immer noch die Datei mit den Metadaten. Die GUI-Version startet man mit Punkt, Schrägstrich, MAT, minus GU, GUI. In der Programmgruppe Zubehör findet man den Starter für das GUI von MAT mit dem Plus. Hier kann man Dateien der Liste hinzufügen und mit dem Besen-Icon daneben, das ist das hier, säubern. Die gesäuberten Dateien findet man im gleichen Verzeichnis wie die Originale mit der Erweiterung .cleaned im Namen. Also hier eine Datei hinzufügen. Jetzt zum Beispiel Y, JPEG, die hat noch die Metadaten, okay. Doppelpunkt drauf und die Metadaten werden angezeigt. Und dann einfach auf den Besen-Icon drücken. Und das Dokument wird gesäubert.
Ciao und viel Glück.